Er hat eine bestimmte Klangvorstellung gehabt und konnte das auch, wenn es nötig war, in Worte kleiden, aber meistens konnte er das zeigen. Und das hat wieder gezeigt, in welche höchste Riege er einzustufen war, weil das können die wenigsten. So, lieber Herr Wächter, vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind und Ihre Erinnerungen an Herbert Fokarian teilen. Was mich jetzt sehr interessieren würde, Sie haben ja ihn noch erlebt als Direktor der Wiener Staatsoper. Sie haben wann genau begonnen? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Am 26. Jänner 1962 war mein erster Dienst, wenn Sie so wollen, als Substitut in einer Othello-Aufführung in der Staatsoper. Als erster Geiger, wo ich den Othello vorher noch nie gesehen hatte, und das war ja damals üblich, dass man auch keine Probe hat. Allerdings hat nicht Herbert Fokarian damals dirigiert, sondern ein anderer Dirigent. Aber das war meine erste Vorstellung. Ihn habe ich in der Staatsoper in den letzten 6 Monaten seiner Tätigkeit dort mehrfach erlebt, vor allem mit Fidelio, soweit ich mich erinnere. Und das war eine ganz große Neuigkeit für mich, weil er generell eine unglaubliche Kompetenz ausgestrahlt hat, schon damals. Ja. Eine unglaubliche Fähigkeit hatte, mit seinen Bewegungen, mit seinen Händen, also mit seiner Körpersprache, die ein Dirigent braucht, das zu vermitteln, was er hören möchte. Also nicht er lässt spielen und schlägt den Takt dazu, wie das leider sehr häufig vorkommt, bis in die heutigen Tage immer häufiger wird, sondern einfach gestalten vom ersten Moment an. Das war ein Faszinosum für mich und das hat sich erhalten bis zu seinem Tod. Also Fidelio kann ich mich sehr gut erinnern. Ich kann mich an Tannhäuser erinnern, wo er gewisse Strichart, zum Beispiel bei ganz besonders betonten Sforzato-Akkorden wollte, wo wir ganz schnell den Bogen durchreißen mussten, bis zur Spitze und dann umdrehen, sodass man das nicht hört, also den Bogen wechseln. Also wann ist das dann gegangen und das hat wirklich einen Effekt gehabt. Kein Mensch nach ihm hat das je noch so verlangt. Also haben Sie das Gefühl gehabt, dass er gerade auch für Geigen oder für Streichinstrumente, dass er sich auch in Spieltechniken gut ausgekannt hat, dass er wirklich auch sagen hat können, ich möchte es so, bitte spielen Sie das so. Ja, genau. Er hat eine bestimmte Klangvorstellung gehabt und konnte das auch, wenn es nötig war, in Worte kleiden, aber meistens konnte er das zeigen. Und das hat wieder gezeigt, in welche höchste Riege er einzustufen war, weil das können die wenigsten. Ja. Und heute noch, also ich schätze diejenigen am meisten, die Dirigenten am meisten, die alles oder nahezu alles vermitteln können durch ihre Bewegungen und nicht durch viel Reden. Ja. Also spielen sie das leiser, spielen sie das lauter und das möchte ich und so weiter. Natürlich, manchmal ist es schön und wunderbar, wenn man Vergleiche zieht, also ein Dirigent, wenn er sagt, spielen sie das so, als würde ein Bild von Monet vor Ihnen stehen, weiß ich jetzt, bei der impressionistischen Musik. Oder umgekehrt, also da gibt es verschiedene Vergleichsmöglichkeiten. Ja, nie vergessen, wie ich, das hat jetzt mit Karajan wenig zu tun, aber ich war vorher im Jugendorchester und da habe ich das Glück gehabt, mit Scherchen unter Scherchen zu spielen. Ja. Und da, die 5. Beethoven, der 3. Satz, also das Scherzo, das beginnt und so weiter. Und da hat er verglichen, zum Beispiel, denken Sie sich, ein Geist huscht durch ein Schloss, Nebel gehaut,
Man spielt das gleich ganz anders, nicht? Ja. Und das konnte Karajan genauso, das konnten die Berühmten auch, wie Kleiber zum Beispiel. Ja. Und Böhm vielleicht weniger, aber Thielemann kann das auch, der kann auch sehr gut mit denen. Also wirklich die Spitzenleute, würde ich sagen. Ja. Weil die auch die Klangvorstellungen haben davon. Ja, und vielleicht auch ist es auch sowas von den Möglichkeiten, die Instrumente oder Stimmen bringen können. Ist das auch sowas wie ein Erfahrungswert? Ja, ich bin ganz überzeugt. Natürlich. Ja. Nein, er hat auch sehr viel verstanden, nur er ging eigentlich auf die spieltechnischen Eigenheiten nicht so ein. Ja. Er hat eigentlich erwartet, wir sollen ihm das auf eine gewisse Art servieren. Ja. Aber er hat nicht gesagt, spielen Sie das jetzt mit einem anderen Bogen oder weiter am Frosch oder an der Spitze oder ich weiß nicht wie. Oder ohne Vibrato, solche Sachen gab es eigentlich gar nicht. Sondern er hat einen Klang vorgegeben, egal durch Bewegungen, durch Worte, die er dann, und wir waren dazu da, das umzusetzen. Und das hat eigentlich immer funktioniert. Auch ein großes Vertrauen in das Können der Musiker. Absolut. Sehen Sie, ja. Und das ist so wichtig, es gibt da ein Interview mit dem längst verblichenen Sir Thomas Beecham, ja. Ein Video sogar, wo er gefragt wird, was würden Sie einem jungen Dirigenten empfehlen, ja. Wenn er also vor einem Orchester steht und so weiter. Ach, sagt er drauf, wissen Sie, die jungen Dirigenten, sie glauben, sie wissen alles und sie möchten also das Rad neu erfinden. Dabei sitzen vor Ihnen 90 Musiker oder wie viele, ja. Die das Stück alle besser kennen als er. Alle. Ja. Er soll zuerst einmal hineinhören, ja. Was ihm angeboten wird. Mhm. Ich finde das enorm weise. Ja. Und die wirklich Großen machen das auch so. Und Herbert von Karajan war einer dieser. Nicht? Und wenn er was zu wenig hatte, dann hat er das entweder gesagt oder noch einmal angezeigt. Das hat er dann schon gesagt. Dann hat er gesagt, wissen Sie, das muss jetzt so klingen, wie wenn Sie jemanden einen genagelten Schuh auf die Brust setzen. Naja, ein starkes Bild. Stell sich das vor, nicht? Ja. Ich meine, man hat das dann anders gespielt. Ja, absolut. Oder, wissen Sie, dieses Tremolo. Dieses Tremolo. Wissen Sie, kennen Sie eine Kuh, ja? Wenn eine Fliege auf ihr sitzt und sie fängt dann so zu zucken an, wissen Sie, so ungefähr 150 Mal in der Sekunde, so muss das klingen. Ja. Solche Sachen hat er erzählt. Ja. Das ist fantastisch. Also das, und man hat gelacht natürlich, war locker dadurch, ja. Und hat dann natürlich sich bemüht, ein möglichst enges, 150 Mal in der Sekunde geht nicht, aber möglichst enges Tremolo zu erzeugen. Ja, schön. Und waren Sie sehr nervös, wie Sie es als Junger zum ersten Mal? Nein, ich war überhaupt nie nervös. Ich werde nie vergessen, wie ich ganz jung im Orchester war, ich war 22 damals, ja. Wie ich engagiert wurde. Und da hat sich eine Stimmführerstelle für mich aufgetan. Also für mich überhaupt, sie ist frei geworden. Und ein Kollege, ein älterer, der selbst auch einen Sohn im Orchester hatte, später zwei Söhne, hat mir gesagt, na, da kannst du nicht hingehen, was machst du denn, wenn einer krank wird und du musst als Erster spielen bei Elektra und es ist keine Probe und Karajan dirigiert. Dann habe ich gesagt, da werde ich spielen, das ist ja gar nichts dabei. Ja. So, das weiß ich ganz genau. Das ist lustig, nicht, dass man also da Selbstvertrauen natürlich braucht und sagt, na, ich hupfe ins kalte Wasser. Was heißt Elektra? Ist auch nicht unspielbar. Ja. Übrigens, Elektra habe ich auch mit ihm gespielt. Ja, wie war das? Naja, umwerfend. Sie, ja, wir haben vielleicht Höhepunkte, könnte ich suchen, aber Höhepunkte waren natürlich viele, wie gesagt. Es war der Boris in Salzburg, der umwerfend für uns war. Natürlich auch für uns Junge, aber die Alten haben den auch nicht gekannt. Also der 65er? Die älteren Kollegen. Der war 65? Ja, ja, ja. Genau. Umwerfend. 65 oder 66, ich weiß jetzt nicht genau, ja. Aber in Salzburg mit Giaulhof und so weiter. Ja, ja. Und das Ganze, die Szenerie, aber auch dieses zwingende musikalische Konzept, wissen Sie,
von ihm. Also wirklich auch die Instrumentation, wir haben ja nachher andere Versionen gehabt in Wien, ich glaube auch in Salzburg, alle nichts ging das, alle nichts. Es war unglaublich. Wissen Sie, dass der Jansons den Godunov genauso spielen wollte? Wirklich? Das war sein Plan, ja. Oh, das ist schade, das wäre... Ja. Das wäre auch, das ist, nein, das wusste ich gar nicht. Nein, der war bei uns am Institut und hat sich sozusagen, das ist eigentlich so ziemlich die einzige Partitur, von der wir auch alle Stimmen haben, mit Eintragungen. Und der wollte eben, wahrscheinlich, weil er es selber gesehen hat, das genau in der Version von Karajan machen. Mit allen Strichen und mit dem, wie er das so damals gemacht hat. Ganz interessant, ja. Also das war... Ich meine, die Striche, ich habe mir gedacht, eigentlich schade, wir können das aufmachen, weil natürlich dadurch war es besonders komprimiert und umwerfend, wirklich berührend. Ich habe damals meine Mutter eine Karte extra gekauft dafür, bin sehr glücklich darüber und ist extra nur für diesen Boris nach Salzburg gekommen. Ich glaube, sie war überwältigt. Also wer war das nicht damals? Aber seine Verdi-Requiems... Ja. Ich kann kein besonderes jetzt hervorheben, weil sie waren immer, also für mich die Spitze. Das hat keiner erreicht, also bis heute für mich nicht. Seine italienischen Opern, die er im kleinen Finger hatte, ich war dann sehr überrascht, wie er als letztes diesen Maskenball, der ja eher eine leichtfüßigere Oper ist, wenn ich das so sagen darf, ohne da Verdi zu beleidigen oder sonst Opernliebhaber, dass er das noch auf dem Spiel war. Und auch das hatte er im kleinen Finger. Es war unglaublich. Also auch immer auswendig dirigiert und Kompetenz mit den Sängern. Ich weiß nicht, ich habe ein Buch gelesen, ich weiß jetzt nicht von wem, wo Spannungen angedeutet werden, auch mit Sängern. Aber er wollte natürlich seinen Willen immer durchsetzen, aber nicht die Sänger brechen. Das, glaube ich, wollte er nie. Also ich glaube, er hat sehr viel gelernt durch seine ersten Jahre, Ulm und Aachen. Und das würde man heute vielen begabten jungen Leuten wünschen, dass sie dort ihre Routine bekommen. Nicht? Ja, dass sie dort lernen, wie man auch aus nichts etwas machen kann. Nicht? Ja. Und nicht nur immer schlagen irgendwie, dass das Stück halt von ersten bis zum letzten Takt irgendwie runterläuft. Ne? Ja. Gut, halbwegs gut, aber ohne Inspiration. Ja, und aber wie war denn die Zeit, wie er dann zurückgekommen ist? Er ist ja dann sozusagen im Krach geschieden von der Wiener Staatsoper. Ja, also das war sehr bitter. Ich habe es enorm bedauert. Er hat uns ja eingeladen nach Salzburg zu den Osterfestspielen. Und soweit ich informiert bin, ich war ja damals ganz kurz da, wurde vom Orchester oder von den maßgeblichen Leuten nicht wirklich ernsthaft versucht, da von der Oper auch irgendwie frei zu kommen und das zu machen. Man hat das von vornherein als eine Schnapsidee angesehen und noch dazu zu Ostern und da wollen wir ja doch auch ein bisschen mehr frei haben und so weiter. Man hat diese Chancen, die darin stecken, nicht gesehen. Und so haben das die Berliner jahrzehntelang gemacht. Ne? Ja. Und also das war auch eine Sache, die ein bisschen zwischen uns gestanden ist. Er hat uns ja dann, wie er zurückgekommen ist, wieder nach Salzburg eingeladen. Und es waren angeblich Pläne da, uns überhaupt nach Salzburg dann zu holen, die auch bei uns auf positivem Boden gefallen wären. Nur dann ist er vorher leider von uns gegangen. Ne? Ja. Und also das Zurückkommen war berührend, aus mehreren Gründen. Ja. Weil plötzlich eine große Menschlichkeit, ich glaube nicht, dass das gespielt war, zu spüren war, ein Wille, mit uns wirklich Schönes, auch Bleibendes zu schaffen, der natürlich bis zu einem gewissen Grad immer da war, nur plötzlich war da sehr viel Herz auch da. Und mehr Offenheit auch. Auch. Er hat zum Beispiel bei den Konzerten vor seinem Weggang, auch dann in Salzburg noch, er hat ja jedes Jahr noch ein Konzert mit uns in Salzburg immerhin gemacht, die Augen immer geschlossen gehabt beim Dirigieren. Und kaum ist er zurückgekommen, plötzlich waren die dann offen. Und für Musiker ist das schön, wenn man Augenkontakt haben kann mit jemandem,
der mit den Augen einem auch mitteilen kann, was er möchte oder wie, nicht? Sie wissen, Augen sind was ganz Besonderes, nicht? Mhm. Die können weit offen sein, die können erschreckt schauen, die können lieblich schauen, wie auch immer. Und das gehört dazu und verleitet einen auch zusätzlich nach einer gewissen Art, auf eine gewisse Art zu musizieren. Es war dann ein besonders enges Verhältnis zu ihm, ja, aus meiner Sicht, das ich sehr genossen habe und unglaublich bedauert habe, dass er also dann von uns gegangen ist. Diese unvergesslichen Konzerte in New York, ja, mit Unvollendete und Bruckner 8, ja, das, da haben Sie auch gespielt. Ja, habe ich gespielt, das war einmal. Ah, oder das Neujahrskonzert, wissen, ja, Sie? Ich habe ja in meiner Zeit auch als Substitut nie eine Tournee mit ihm machen können. Mhm. Weil als Substitut war das nicht, da hat jeder, ja, Engagierte das machen wollen. Das heißt, ich wusste eigentlich nicht, wie er Walzer dirigiert. Ja. Weil man auf Tourneen dann als letztes Stück meistens Walzer spielt, genau, und so. Und neues typisch Konzert österreichische, ja, Musik, ja. Und es war also dann dieses Neujahrskonzert eine ganz große Überraschung, mhm, positiv. Mhm. Es war unglaublich, dieses sich hingeben dieses alten Mannes, dieser Melodienseligkeit. Man hat auch das Gefühl gehabt, da kommt die ganze Jugend noch einmal her. Ja. Auch von ihm irgendwie. Ja. Nicht mit wahnsinnig großen Gästen. Das Video, das es über dieses Konzert gibt, finde ich nicht sehr gut, weil man ihn unvorteilhaft oft von unten sieht, wenn er so malt mit dem Mund. Man sollte das möglichst rausschneiden, ja, weil wir sehen das gar nicht, wissen Sie? Wir sehen die Noten und sehen aus den Winkeln, also je nachdem, wo er steht, aus den Augenwinkeln nur seine Bewegungen und so. Wir schauen ihn voll ganz selten an. Das ist bei jedem Dirigenten so. Ja. Mhm. Die Kamera ist brutal. Die zeigt, ja, ihn dann, wie ihn keiner sieht, weil von vorne sieht ihn auch keiner. Ja. Das hat aber dazugehört natürlich. Das hat die Bewegung auch simuliert, die er in sich hatte. Nur das braucht man nicht sehen. Das, ja, braucht man nicht so, ja, nah sehen. Nein, aber das war unglaublich. Diese Übergänge, unvergesslich. Die Tempi, nie zu schnell. Heute wird Walzer leider sehr häufig zu schnell gespielt. Ja. Abgesehen davon, das sind ja Walzer, die konzertmäßig aufbereitet sind. Natürlich, da muss man nicht tanzen können dazu. Das stimmt schon. Nur auch bei Kodas kann man das schneller machen. Ja. Aber wenn diese melodienseligen Teile kommen, das muss gemütlich sein. Da muss man sich hinein. Und das konnte er. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass das Orchester richtig einverstanden war? Ja, absolut. Und das Gefühl gehabt hat, das ist richtig. So klar. Absolut, wissen Sie. Also ich, bei seiner Rückkommphase waren doch sehr viele Kollegen, die eine Vorgeschichte hatten mit ihm oder wegen ihm, es ist egal, waren schon in Pension. Ja. Das war doch eine lange Distanz. Und der Rest waren viele junge, neue auch. Und nein, er ist mit offenen Armen, glaube ich, aufgenommen worden, soweit ich mich erinnere. Natürlich, ich meine, hundertprozentige Zustimmung ist immer schwer vielleicht zu erreichen. Vielleicht auch nicht erstrebenswert. Bei 100 Leuten, ja, oder, ja, 90, je nachdem, wie viel spielen gerade. Aber ich glaube, er hat sich auch sehr wohl gefühlt. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwelche Gegenströmungen waren. Im Gegenteil. Also man hat noch dazu, unser Vorstand, der damalige Vorstand Resel, ja, hat ein sehr gutes, enges Verhältnis auch. Und ich glaube, bei einer freundschaftlichen, soweit man das sagen kann, gepflogen mit ihm. Und das hat sich auch sehr aufs Orchester ausgewirkt. Ich habe ihn nach dem Neujahrskonzert gefragt, irgendwann bei einer Produktion, wo also gerade die Möglichkeit war, er war ja so im Gespräch nicht wahnsinnig umgänglich mit Orchestermusikern. Es ging immer nur um die wichtigen Sachen, die man also mit den führenden Leuten zu besprechen hat und aus. Und die Probe natürlich. Nein, aber da hat sich's ergeben. Ich habe gesagt,
ob er nicht noch ein neues Konzert dirigieren würde, weil es mir einfach so gut gefallen hat. Ja. Und er hat in einer eigentlich sehr brüsken und für mich sehr überraschenden Art völlig abgelehnt. Sagt er, nein, kommt gar nicht in Frage. Frag mich, warum? Wollte er, dass dieses als Unikat stehen bleibt? Oder, weil er hätte auch sagen können, na schauen wir mal, nicht? Haben wir noch Zeit, nicht? Oder wenn ich eingeladen werde wieder, nicht? Weil dann laden ja die Philharmoniker. Ja. Nein, er hat brüsk von sich Nein gesagt. Das hat mich überrascht. Und eigentlich habe ich sehr bedauert. Ja. Ich hätte gern noch eins gespielt. Ja. Mit Geiber haben wir auch zwei gespielt und die waren auch einzig, jedes für sich in ihrer Form. Ja. Ja, wobei ich schon auch das Gefühl gehabt habe, dass er dadurch, durch diese Einzigartigkeit, noch mehr Herzblut hineingelegt hat. Vielleicht, es war ihm wahrscheinlich von Anfang an klar, dass es das Einzige sein wird. Könnte durchaus sein. Ja. Könnte durchaus sein. Vielen Dank, Herr Wächter. Bitte sehr.